Test, Test. Ist das Ding an? Okay. Leg mal los. Es war einmal ein Junge, der Firat hieß, dem es gut ging und sich weit weg von Problemen ließ, der glücklich war und die Familie über alles liebt, viel Zeit mit ihnen verbringt, wie man gerade sieht. Doch eines Tages passierte dies, wovon man sich erzählen ließ. Was ein Dreckstag, ja, alles läuft schief. Ih, ist das nicht Firat? Ih, Hasuni! Schuhe, Cousin. Was geht ab, Hasuni? Wohl lange nicht mehr gesehen? Ja. Schuhe bei dir läuft. Mann, krass, ja. Ich hab ein anderes Leben bekommen, seit einem Jahr, man sieht dich nicht mehr. Ja, Bruder, was soll ich machen? Seit einem Jahr läuft alles Hamdallah Bombe, Bruder. Ich heirate bald, Frau, Mutter, Arbeit, alles läuft Bombe, super, Bruder. Super, Bruder, sei dir gegönnt, Bruder, aber wirklich gegönnt. Viele gönnt dir nicht mehr heutzutage. Ja, Mann, ja, bei dir läuft. Guck, was ich mit dir machen werde. Firat kommt lächelnd nach Hause und erzählt seiner Mutter aufregend, wen er getroffen hat. Anne, rat mal, wen ich heute einfach getroffen hab. Wem hast du getroffen, Orlam? Anne, kennst du noch Hasuni, mit dem ich damals in der Schule war? Ich hab den einfach getroffen. Ah, meinst du dieser Fettsack? Halt dich fern von diesem Junge. Er kann dich in falschen Weg bringen, okay? Falsche Freunde, falsche Weg. Ach komm, hab dich doch nicht so. Trink mal ein Glas, mach dich locker. Meinst du? Ja, ja, ein Glas ist immer top. Und, war doch nicht so schlimm. Nee, es geht. Erzähl mal, wir haben uns voll lange nicht mehr gesehen. Wie läuft's zu Hause, Brudi? Also, Brudi, ich kann mich nicht beschweren. Zu Hause läuft alles super. Mit meiner Mutter verstehe ich mich gut, mit meinen Geschwistern verstehe ich mich gut. Beim Haushalt helfe ich gerne. Was? Du hilfst im Haushalt? Seit wann machen Männer sowas? Du bist ein Mann. Ab heute machst du es nicht mehr. Hast du mich verstanden? Ich soll nicht im Haushalt helfen? Das ist doch vollkommen ungerecht. Schau, hör mal zu. Recht, Unrecht, sowas gibt's nicht. Das einzige Recht, was existiert, ist dein Recht, weil du bist der Mann zu Hause. Und darauf trinken wir jetzt. Wo warst du? Du bist keine Erklärung schuldig. Nicht mal deiner Frau. Na, verpiss dich, Mann. Was juckt dich das, Mann? Bist du meine Mutter oder was? Verbring deine Zeit nur mit dir selber, nicht mal mit deiner Schwester. Denkst du, ich hab grad Zeit für dich? Hau ab, verschwinde! Ibo ruft da. Hallo? Firat, du musst mich unbedingt ins Krankenhaus fahren. Egal wer einen Notfall hat, egal wer dich anruft, bleib unerreichbar. Was juckt mich das? Ruf mich nie wieder an. Mir geht's nicht gut, ich kann nicht richtig... Sorg dafür, dass deine Mutter sich aus deinen Angelegenheiten fernhält. Und denk nicht so viel darüber nach. Mach, was du willst. Wer denkst du, wer du bist? Wie wer bin ich dann? Bist du krass oder was? Warum machst du immer so runter? Ich mach, was ich will. Ich bin mein eigener Mann. Ich bin kein kleines Kind mehr. Was ist deine Mission? Ich mach, was ich will. Ey. Warum musst du unbedingt petzen? Hallo, was ist mit dir los? Ich mach, was ich will. Wie, was du willst? Ja, was ich will. Ich kann auch machen, was ich will. Dann bist du nicht mal in dieser Wohnung. Jalla, raus! Du kannst nicht mit uns machen, was du willst. Jalla, geh mal weg. Geh jetzt raus und komm nie wieder in dieser Wohnung. Hast du mich verstanden? Ich habe einfach alles in meinem Leben verloren. Nur wegen irgendwelchen falschen Freunden, die ich zugehört habe. Meine Frau, meine Mutter, meine Geschwister, sogar meine Arbeit. Alles wegen ihm. Wegen ihm habe ich gar nichts mehr. Alles, was ich hatte, habe ich verloren. Du nimmst drei Paletten, hast du gesagt? Ja, auf jeden Fall das Objekt in der... Meinhardtstraße, das interessiert mich und da würde ich gerne gucken, wie der Kaufpreis aussieht. Hätte ich mal lieber auf meine Mutter gehört. Alles ist deine Schuld. Guck, wie ich aussehe. Ich habe nichts mehr wegen dir. Meine Familie, meine Frau, meine Geschwister, alle hassen mich wegen dir. Alle. Hätte ich mal lieber nicht auf deine Ratschläge gehört. Hätte ich mal auf meine Mutter gehört, wie sie gesagt hat, vertrau nicht diesem Fettsack. Tja, Freunde, und wie ihr sehen könnt, die Moral der Geschichte, Mutterinstinkte lügen nicht.